Es gab die Kriegsbegeisterung, ganz klar, aber es gab auch, vor allem bei einfachen Leuten, eine ganz andere Stimmung. Also meine Oma, 1910 hier in Ingolstadt geboren, hat mir eigentlich jahrelang immer erzählt, wenn sie von früher erzählt hat, dass sie sich noch genau erinnern kann, wie als Vierjährige ihr Papa heimgekommen ist 1914 und gesagt hat, Mobilmachung ist. Und ganz bleich ist er gewesen. Und ich habe gar nicht gewusst, was das für ein Wort ist. Aber ich habe gewusst, das ist was Schlimmes. Ich habe sie jetzt so zitiert, weil sich das mir auch eingeprägt hat, weil mein Urgroßvater auch dann 1917 in der Ukraine gefallen ist. Das heißt, es ist auch dann tatsächlich das eingetreten, was sich, ich sage jetzt mal, die einfache Bevölkerung, die ja immer die Leidtragenden in diesen Kriegen sind, was die eigentlich auch dann 1914 schon befürchtet hatten.